Ein paar Details zu meinem Equipment hier. Also, das ist gerade eine Aufnahme mit der eingebauten Kamera in dem Computer. Ich denke, die Qualität ist mäßig bis schlecht oder schlecht bis mäßig. Doch das wird sich in den nächsten paar Tagen ändern, weil ich habe mir eine Webcam bestellt. Ich habe lange überlegt, wie wird das hier weitergehen? Wie soll ich das machen? Und grundsätzlich möchte ich gerne bis zu einem gewissen Grad unabhängig sein, dass ich Videos wie die schnell mal produzieren kann, in denen die Bildqualität einigermaßen in Ordnung ist und was noch wichtiger ist, die Tonqualität, dass die gut ist. Ton, denke ich, ist soweit in Ordnung. Dafür habe ich dieses Mikrofon hier, das ich auch gerade jetzt verwende. Das ist ein Rode USB-Mikrofon, Kondensator-Mikrofon. Das geht direkt in den Computer. Hat normalerweise auch ein Tischstativ, das ist mitgekommen, als ich es bestellt habe, aber leider habe ich das verloren. Was kein Problem ist, weil das war gar nicht so gut. Jetzt habe ich mir ein neues bestellt, das kommt dann die Tage. Deshalb ist das jetzt auch mal hier so professorisch hier locker, liegt das hier mehr oder weniger rum. Wie gesagt, dann die Kamera wird in den nächsten Tagen kommen, habe ich gerade bei Amazon bestellt. Meine erste eigene Bestellung auch von Amazon. Hat auch gleich mal nicht funktioniert, weil ich mich nicht auskenne. Grundsätzlich, in diesem Kali-Yuga muss man sich so verstricken, um irgendwas auf die Reihe zu kriegen. Nicht nur muss man sich verstricken, man muss sich verstricken, wenn man irgendwas erreichen will, so kommt es mir manchmal vor. Natürlich könnte ich auch einfach ein Brahmachari sein, der im Tempel lebt, sein Sadhana hat, am Altar ist, Bücher verteilt, zurückkommt, das war's. Aber weil ich irgendwie so jetzt reingerutscht bin in diese Multimedia-Geschichte hier, auch um mein, weiß nicht, soll ich sagen, Sprechdrang oder Mitteilungsbedürfnis irgendwie zu kanalisieren, um das in Krishnas Dienst zu stellen, weil ich auch Hinweise bekommen habe von Devotees, irgendwas in die Richtung zu machen, so bin ich eben dabei, diese Sachen zu nutzen. Aber da merke ich, wie das. Ja, schon viel Zeit beansprucht und wie das viel ablenkt eigentlich. Aber ich mache das mal so. Zum Beispiel, ich brauche ein Konto. Ich habe 12 Jahre, 14 Jahre kein Konto gehabt. Dann brauchte ich ein Konto, um eben das, wenn man ein bisschen unterwegs ist und wenn man sein Busticket bucht oder wenn man eine Bestellung mal schnell machen will, ist ja alles übers Internet heutzutage oder ein Flug buchen will oder die Kleingeldmünzen, die man auf Sankt genommen bekommt, schnell einzahlen will und nicht mit so einem riesen Sack Münzen durch die Gegend laufen möchte, war das praktisch so, brauchte ich mein Konto. Dann habe ich dann auf Amazon was zu bestellen, da brauche ich jetzt ein Amazon-Konto. Manche sagen, hey, das ist eh alles super einfach, jetzt mach dir keinen Stress, will ich ja nicht sagen. Aber ich sage nur, dass das schon Zeit wegnimmt von dem reinen, von der reinen Krishna-Katha. Aber weil wir dieses Prinzip von Yukta Vairagya haben, also alles in Krishnas Dienst stellen zu können, was dann auch spirituell wird, dann ist es sogar spirituell, laut dieser Devise sozusagen, laut diesem Prinzip von Rupa Goswami, dann ist sogar eine Bestellung auf Amazon vollkommen spirituell, wenn man sich da so einen Mikrofonständer bestellt. Oder eben eine Webcam, die ich mir da eben bestellt habe, diese eine Logitech 920E mit HD und 1080 Pixel für, was hat es gekostet, 70 € oder so. Ja, da brauche ich auch mal ein paar Euros, denn klar, 70 € ist jetzt nicht so die Welt, das geht schon. Ich habe mal geguckt, was so andere dieser sogenannten YouTuber verwenden und die haben da ja so viel Equipment und Sachen und so weit bin ich noch nicht und weiß nicht, ob ich das werde. Jetzt schaue ich mal, wie das dann funktionieren wird mit diesem Mikro und mit dieser Webcam. Und da kann ich dann einfach solche Videos wie in diesem Stil machen, nur eben besseres Bild. Dann, was die anderen Möglichkeiten sind. Ich habe einen Devotee jetzt getroffen. Krishna hat den geschickt sozusagen, der professionellen Videos macht, auch Werbevideos und Interviews und all solche Sachen. Mit dem werde ich in Zukunft auch ein bisschen zusammenarbeiten und hoffen, dass da ein paar gute Videos dabei rauskommen, die dann natürlich bessere Qualität haben und irgendwie origineller sind. Nebenbei habe ich noch die Videos mit Madhav Jivan Prabhu, der eben diese letzten 4 waren das Videos gemacht hat, die in bessere Qualität waren mit den Einblendungen und natürlich Bhakta Kai darf ich nicht vergessen, der hat mir auch schon viel geholfen. Und so habe ich ein paar Leute, die mir da videotechnisch helfen. Von der Audioseite her, danke an Krishna Chaitanya in Berlin,
der da auch viel Inspiration gegeben hat. Und webseitentechnisch ein großes Lob und Danke an Dr. Christoph, auch in Berlin, der mir mit meiner Webseite da geholfen hat. So, nur ein bisschen jetzt die Hintergründe, wie das alles so funktioniert, wo ich meine Inspiration hole, also meine technische Inspiration. Weil für mich war das ja auch recht neu, das ganze Thema. Ich kenne mich da bis dato ja auch noch nicht so gut aus. Aber das will ich ausbauen, regelmäßig Dinge produzieren, ein paar kurze Videos wie das hier, vielleicht dann mehr ins Detail gehen, was ich gerade so lese, studiere, ein Thema präsentieren, vielleicht ein Lehrvideo. Wir wollen auch Webinare machen. Das wird auch ganz spannend. Da wird bald ein Webinar kommen, ein paar Interviews und solche Sachen. So, das nun mal von meiner Seite. Wenn euch meine ganze Arbeit gefällt, bitte den YouTube-Kanal abonnieren. Das sieht man ja unten, dieses Zeichen fürs Abonnieren oder einen Kommentar reinschreiben ist auch gut. Oder den Like-Button drücken, das hilft alles weiter, um meinen Kanal eben ein bisschen stärker zu machen, präsenter zu machen. Und dann ist es leichter, wenn die Leute irgendwas suchen auf YouTube, dass sie dann meine Videos finden. Was wir ja wollen, wir wollen ja Krishna-Bewusstsein als Antwort auf die wichtigen Fragen haben und dann in Form dieser Videos wäre das natürlich hilfreich. Gerade im deutschsprachigen Raum gibt es da ja auch nicht viel am Markt. Ja, genau, also das könnt ihr machen, dass ihr das unterstützt, um so einfach, ja, dass wir Krishna-Bewusstsein mehr präsentieren können, weil wie gesagt, wir haben eben diese wichtigen Antworten und da gibt es so viele Spekulanten da draußen. Das kann man ja auch nicht mehr tolerieren, was da gesagt wird über die wichtigen Themen des Lebens und manchmal sogar über das Krishna-Bewusstsein. Das wird ja noch interessanter, dass es Leute gibt, die im Namen des Krishna-Bewusstseins Dinge sagen, die nicht Krishna-bewusst sind. Da muss man auch aussprechen, wenn es Erklärungen gibt von, was ist Bhakti, das ist jetzt ganz in zum Beispiel. Bhakti. Und dann sagen die, was ist Bhakti, wie man sich da fühlt und so, was ja gar nichts mit Bhakti zu tun hat. Bhakti wird definiert von den Acharyas, die Bhakti-Yoga perfektioniert haben. Und da muss man reinhören. Und nicht irgendwelche Yoga-Leute, die da ein paar Yogakurse gemacht haben oder anbieten und eigentlich sich mit der Tradition, der Philosophie gar nicht auseinandergesetzt haben und auch gar nicht praktizieren. Das ist halt einfach nur so ein, wie sagt man ja, so ein Trend, dass Bhakti jetzt auch ein bisschen die Yogawelle reingehört. Zum Beispiel. Oder die Fragen nach Gott, was ist Gott und gibt es Gott oder nicht, da haben wir so viel anzubieten, so viel zu sagen. So, wie gesagt, bitte unterstützt den Kanal, indem ihr abonniert. An dem Punkt angemerkt, ich bin jetzt fast bei 100 Abonnenten. Das ist im Vergleich zu den anderen YouTube-Leuten und so eigentlich nichts. Aber für mich ist das schon ein Erfolgserlebnis. Ich habe vor kurzem angefangen mit keinen Abonnenten und jetzt schon 100, da bin ich eigentlich sehr froh. Ein großes Lob an alle Freunde, Unterstützer, Devotis da draußen, dass ihr eben mithelft und dass euch das gefällt, was ich hier tue. Genau, so danke euch. Lasst uns weiterhin zusammen was tun. Schreibt mir, wenn ihr irgendwelche Fragen habt und Themen hören wollt. Okay, Hare Krishna.